Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Slay the Spire. Diesmal wieder mit dem Eisernen. Lief ja letztes Mal ehrlich gesagt nicht so dolle. Beziehungsweise ich glaube, da hat auch schon ein bisschen Pech reingespielt. Was haben wir denn jetzt hier wieder zur Auswahl? Eine zufällige seltene Karte erhalten. Die nächsten drei Gegner haben einen TP. Finde ich mittlerweile gar nicht mal mehr so toll. Es sei denn, man trifft wirklich auf einen... Oh, man kann sogar schon nachschauen. Oh, das ist natürlich praktisch. Es sei denn, man trifft auf einen Elite, dann würde ich das nehmen, aber so... Nö. Nö. Ja, nee. Ja, verliere 50% deiner aktuellen TP. Zwei Karten entfernen. Wer will denn sowas machen? Ich verstehe das nicht. Ja komm, dann nehmen wir eine zufällige seltene Karte exhumieren. Ja, toll. Ganz toll. Moment. Wähle eine erschöpfte Karte und nimm sie zurück auf deine Hand. Ja. Könnte interessant werden, wenn wir eine starke Karte hätten, die sich erschöpft. Aber ich glaube, davon sind wir noch etwas entfernt. Gut. Dann würde ich doch mal vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal... wo gehen wir denn jetzt mal lang? Ich würde fast sagen, wir starten mal hier unten in der Mitte. Und dann spitzen wir mal unser Schwert an und schauen mal, was passiert. So, einmal verteidigen. Kann ich auch schon mal Schmettern raushauen. Leider können wir jetzt nicht den Schaden fast komplett blocken. Das ist ein bisschen doof. Jetzt kriege ich hier immer verteidigen. Ja, super. Ah, Mann. Bleibt auch noch ein Energiepunkt übrig an der Stelle. Das hat sich ja total gelohnt. Das wird nicht reichen. Das ist ja mal richtig, richtig käsig. Gut, so 15, einmal Schmettern bitte und dann nochmal Schlag hinterher, dann war es das aber jetzt gut. Haben wieder 75 Lebenspunkte, 15 Gold bekommen und das sind alles so Kandidaten. Ah, das, nee, Doppelschlag, ja, ist ganz nett. Ist halt nur doof, später treffen wir öfter mal auf Gegner, die Schaden reflektieren. Und da kommt Doppelschlag überhaupt nicht gut, weil dann wird der Schaden doppelt reflektiert. Beziehungsweise, naja, es ist gar keine Schadensreflexion, sondern die machen dann halt Schaden, wenn man sie angreift. So, dann gehen wir mal da lang. Dann können wir gleich schon mal im Shop schauen, ob es da irgendwas Nettes gibt. Oh, das ist jetzt auch wieder ein super Start. Einmal Schlag und lauter Zeug, was ich nicht gebrauchen kann an der Stelle. Halleluja. Das ist ja der Wahnsinn. So, ja genau, jetzt kriege ich Schmettern, Schlagen. Gut, die 6 Schadenspunkte müssen wir jetzt einstecken an der Stelle. Jetzt wären es 9, dann spiele ich doch jetzt zweimal Verteidigen. Dann passt das zumindest. Konnten wir jetzt leider den 50% Schadensbuff nicht nutzen. Das war ein bisschen doof. Gut, aber das sollte jetzt definitiv reichen. Dann brauche ich auch gar nicht über Verteidigen nachdenken. Wieder 75 Lebenspunkte, so kann es doch weitergehen. Was haben wir denn jetzt hier? Gut, immer wenn du in diesem Zug einen Angriff ausspielst, erhältst du 3 Block. Ja, das klingt schon ganz nett. Ich glaube, ich nehme einmal Wut mit. Gut, dann schauen wir mal im Shop. Vielleicht kriegen wir da günstig eine gute Karte. Wer weiß. Wilder Schlag ist im Angebot. Das ist jetzt nicht so toll. Eisenwelle und der ganze Kram hier. Ich würde fast sagen, wir nehmen es einmal gelassen.
und entfernen dann einmal verteidigen. Gut. Dann mal weiter. Und ich würde fast vorschlagen, wir gehen wir denn jetzt am besten lang. Wir müssen auf jeden Fall noch gegen ein paar Gegner hier kämpfen. Weil da bisher noch nicht so wirklich Karten bei rumkam. Den Shop. Moment, nee, da oben ist ja keiner mehr. Der wäre hier. Den können wir im Prinzip ignorieren, weil wir haben eh nur noch 4 Gold. Deswegen würde ich doch mal vorschlagen, wir beißen uns hier links weiter durch. So. Wut brauche ich jetzt gar nicht spielen, aber ja. Es ist ja Latte, ne? Also einmal Schlag, nochmal Schlag. Dann war es das für dich. Und der andere Schleimbolzen sollte auch kein Problem darstellen. Stachelschleim. 8 Schaden will er machen. Ja, nimm's gelassen, passt da ganz gut schon mal. Und greifen wir ihn zweimal an. 2 Schadenspunkte. Was soll's? So. Was nun? Ich würde mal sagen, ja, Wut. Einmal Schlag und einmal verteidigen. Haben wir auch gleich 8 Block. Wenn den Schaden schon mal komplett abwehren. Und jetzt sollten wir ihn auch rausnehmen können. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, kriegen wir jetzt irgendwas Vernünftiges. 12 Gold und Blut um Blut. Oder zerspalten, aber Blut um Blut. Ich nehme erstmal Blut um Blut mit. Dann haben wir zumindest schon mal einen Angriff, der schon eine ganze Ecke mehr reinhaut. Du möchtest mich angreifen. Okay, gut. Dann spiele ich zwar verteidigen, greife ich dich einmal an. Du Laus. Klaus die Laus. So, einmal Wut. Dann, ja, das wird nicht reichen. Das ist ein bisschen blöd und du kriegst jetzt wieder... Nee, kriegst du gar nicht. Okay, gut. Dann hätten wir uns das auch schenken können an der Stelle. Ja, exhumieren ist nach wie vor nutzlos. Dann will ich doch mal... Ja, zweimal verteidigen, angreifen brauche ich jetzt sowieso nicht, weil er hat 6 Block. Von daher kommen wir da eh nicht durch. Gut, so. Einmal schmettern. Schmettern und Blut um Blut funktioniert noch nicht als Kombi, weil dafür haben wir dann einen Energiepunkt zu wenig an der Stelle. Aber sollte ich generell darauf achten, dass ich mir Kombination Schmettern und Blut warm halte. Ich nehme es mal gelassen, dann gehen wir nochmal verteidigen oder. Ja doch, ich glaube schon. Macht schon 9 Schaden, okay. War immerhin noch 3 Schadenspunkte angerichtet, der Rest wurde ja mal wieder geblockt. Irgendwie finde ich, dieser Kieferwurm, wie er im Deutschen so schön heißt, ist ganz schön penetrant geworden. 18 Schaden, yep. Endlich. Dauert zwar immer ein bisschen, bis Blut um Blut sich wirklich auszahlt, aber dann richtig. So, Schnelligkeitstrank, gerade Blut um Blut so früh noch auf der ersten Ebene zu bekommen, ist doch schon relativ stark. Durchkämpfen. Ja, klingt schon sehr nett. Brennender Pakt wäre natürlich gut, um die Karte zu erschöpfen, aber ist jetzt noch nicht so wirklich die tolle Kombination. Ah.
Ach nee, Moment. Wähle eine erschöpfte Karte und nimm sie zurück auf deine Hand. Okay. Ich glaube, ich möchte einmal durchkämpfen. Dann haben wir schon mal eine Karte mit 15 Block. Sollte auch bei Elite-Gegnern ganz hilfreich werden. So. Einmal Wut. Einmal zuschlagen. Dann nochmal verteidigen. Dann passt das auch. Wunderbar. Und wir beenden mal den Zug. Mangels vernünftiger Karten. So, das wäre, ja, jetzt ist das schon wieder ein blödes Timing. Jetzt hätte ich die Karte wirklich gebrauchen können. Mann. Ja, komm, einmal. Dann nochmal Schmettern hinterher. Was leider nicht 50% mehr Schaden verursacht, wegen Artefakt, dem Artefakt-Buff. Eigentlich sind die doch hier gar nicht so schwer. So. Gut, dann werde ich natürlich jetzt Blut um Blut spielen. Können wir zumindest einen von diesen Wächtern oder Wachen im nächsten Zug schon mal rausnehmen. Dann sind es nur noch zwei. Wunderbar. Passt das schon mal super, weil der wollte jetzt auch angreifen. Dann können wir uns das schon mal schenken. Und ich würde sagen, ja, komm, einmal durchkämpfen. Und dich einmal angreifen. War jetzt ein bisschen sehr stark. Mit den 15 Block und den zwei Wunden, aber ja. Wollte an der Stelle einfach keinen Schaden mehr bekommen. Weil das dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis wir zu einem Ruheort kommen. Oder auch Lagerfeuer. Ich bleibe bei Lagerfeuer. Ist mir sympathischer. Oh, das ist natürlich jetzt großes Kino. Dann nehme ich jetzt doch mal den Schnelligkeitstrank. Durchkämpfen. Ja, von mir aus, warum nicht? Dann nochmal Blut um Blut. Und im nächsten Zug sollte die nächste Wache den Geist aufgeben. So, wunderbar. Die wollte wieder angreifen. Da können wir ruhig mal in dem Skelassen spielen. Vielleicht bekommen wir ja noch einen Angriff. Nein, leider nicht. Ja, das können wir uns dann wieder schenken, verteidigen. So, dann würde ich doch mal sagen, einmal verteidigen, einmal schmettern, dann kriegen wir schon mal das Artefakt da weg. Und vielleicht kriegen wir die Karte jetzt ja schon wieder. Mal schauen. Leider nicht, nö. Da ist auch ziemlich viel benommen und dann noch die Wunden sind da mit dabei. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ah, das geht halbwegs in Ordnung. Zweimal verteidigen. Dann können wir die 8 Schaden komplett blocken. Müssen wir halt noch einen Zug warten. So. Zweimal zuschlagen bitte. Na, das zieht sich etwas hin, aber ich hoffe doch jetzt im nächsten Zug können wir die Wache ausschalten, die letzte. Nein, natürlich nicht. So. Dann haben wir zumindest 3 Block. Aber kriegen wir trotzdem nochmal 5 Schadenspunkte rein. Was ich lieber vermieden hätte an der Stelle, aber was soll's. Können wir uns leider nicht aussuchen. So, 31 Gold. Giria. Können wir wieder Stärke erhalten. Und ein Regenerationstrank. Der ist doch schon mal wirklich super. Blutbad ist natürlich auch sehr verlockend. Oder Schockwelle. Schockwelle ist aber auch sehr verlockend. Verdammt.
Verschanzen, Mann, die sind alle gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde fast sagen, Mann, ich tendiere eher zu Blutbad oder Schockwelle. Blutbad oder Schockwelle. Bisher haben wir ja noch nicht so wirklich Karten, die wirklich Schaden machen. Blutbad ist ätherisch, ja. Schockwelle erschöpft sich, das ist jetzt die Frage. Ich würde aber, glaube ich, sagen, ich tendiere erstmal zu Blutbad, allein um unsere Offensive ein bisschen zu stärken. So, hier haben wir mal zur Abwechslung ein Event. Lagerfeuergeist. Oh cool, wir können eine Karte opfern. Dann opfer ich doch einfach mal exhumieren. Schau mal, was passiert. Max TP plus 10. Ja, doch, den Tausch nehme ich doch gerne. Und wir wurden voll geheilt. Das ist ja auch super. Gut, dann können wir jetzt eine Karte aufrüsten oder mehr Stärke bekommen. Ich weiß nicht. Ist jetzt irgendwie nicht so. Bin ich jetzt nicht so der Fan von Blut um Blut. Das wären dann 22 Schaden. Blutbad wären 28 Schaden. Das wäre schon ganz schön krass. Und durchkämpfen wären da sogar schon 20 Block. Das wäre auch schon eine Menge. Oh, das ist jetzt die Frage. Was wollen wir tun? Ich würde fast sagen, am interessantesten wäre jetzt hier am Anfang durchkämpfen, ist eigentlich relativ stark. Und Blut und Blut und Blutbad machen auch noch genug Schaden. Ich würde doch gerne mal Wut aufrüsten, weil dann kriegen wir 5 Block für jeden Angriff, den wir in dem Zug spielen. Rüsten wir mal ein bisschen unsere Defensive an der Stelle auf. So. Gut. Dann haben wir hier jetzt eine Schatztruhe. Was bekommen wir? 75 Gold, mumifizierte Hand. Immer wenn du eine Macht ausspielst, kostet eine zufällige Karte auf deiner Hand für diesen Zug 0. Haben wir irgendeine Machtkarte? Ich glaube, wir haben nur Fertigkeiten und Angriffe. Kann das sein? Aber eine Machtkarte könnten wir doch beim Boss bekommen. Okay. So, Lagerfeuer. Können wir nochmal eine Karte schmieden? Ich würde fast sagen, damit sich durchkämpfen auch wirklich lohnt, vor allen Dingen, weil wir dann mit der Karte zwei Wunden bekommen, würde ich fast mal behaupten, wir sollten. Ist jetzt, ja. Ich würde fast sagen, durchkämpfen, 20 Block ist schon mächtig. Das reicht dann aber erstmal für die Defensive. Vor allen Dingen habe ich das auch gemacht, weil ich schon gesehen habe, hier kommen jetzt zwei Elite-Gegner. Oh, da oben haben wir den Schleimboss. Das heißt, so ein AOE wäre gar nicht mal so dumm an der Stelle. So, du bist jetzt wach. Aber generell, wollte gerade sagen, ist dieser Gegner kein Problem. So, wir nehmen es gelassen. Mal abgesehen davon, dass er jetzt 18 Schaden raushauen will. Bam. Haben wir ihm erstmal 30 verpasst mit den 50% Schadensbuff. Und schon wieder. Oh Mann. 18, ja, ne? Einmal Wut. Einmal, ja, hätte ich jetzt gar nicht spielen müssen, durchkämpfen. Und dann nochmal angreifen. Okay, das war jetzt etwas viel des Guten. Blut um Blut. Okay, einmal schmettern. Einmal schlagen. Blut um Blut heben wir uns noch ein bisschen auf. Ich glaube, so ab 2 Energiepunkten kann man die vielleicht schon mal nehmen. Wir nehmen es gelassen. Und spielen einmal Blutbad. Kriegen wir noch ein bisschen Schaden rein. Ein bisschen ist gut. Alles über 10, eigentlich alles über 5 ist schon zu viel. So, schmettern. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Verdammt. Na komm, dann nochmal zuschlagen. Dann nehme ich jetzt die ganzen 18 Schadenspunkte in Kauf.
hat er uns fast halbiert. So. Glückliche Blume. Oh, die ist sehr nett. Die nehme ich doch gerne. Adalas, nee, ich glaube, ich nehme dann doch mal lieber den flammenden Hieb. Und wir... Ja, die Frage ist, jetzt nehmen wir noch ein Event mit. Ich würde eigentlich vorschlagen, wir kämpfen noch mal gegen normale Gegner. In der Hoffnung auf einen AOE. So, einmal schmettern. Verteidigen, ja, hätte ich mir auch schenken können. Da war ich etwas vorschnell an der Stelle. 16, ja, ganz großes Kino. So, einmal Wut bitte. Dann nehme ich es einmal gelassen. Total gelassen. So, zweimal Schlag. Und der Rest ist wieder überflüssig. So, einmal Schmettern. Ja, das ist immer ein blödes Timing momentan. Wir kriegen Schmetter mit Flammender Hieb und Blut um Blut. Dann, ja, zu schmettern will ich jetzt erstmal, oder doch, oder nicht. Ja, komm, ich spiele das ein nochmal. Dann haben wir den Buff, die Buff auf 3 erhöht. Dann hält er gleich noch 2 Runden. Vielleicht passt das ja gleich mal vom Timing. Oder der Schleim teilt sich, dann natürlich nicht. Jetzt ist mal Zeit für Durchkämpfen. Flammender Hieb. Ja, und das reicht auch mal wieder. Wir sind ja sowas von verschleimt. Dich können wir jetzt aber schon mal komplett rausnehmen. Wunderbar. Ich sehe gerade, 171 Gold haben wir mittlerweile auch wieder. Gut, ich nehme es gelassen und dann, das ist echt nervig mit dem Debuff, dass wir mit den Angriffen, mit den Schlägen nur 4 Schadenspunkte anrichten. Da zieht sich das hier wie Kaugummi. So, einmal Schlag, dann das hinterher und 17 Gold, noch ein Regenerationstrank. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Aber leider kein AOE, aber nochmal Blut um Blut. Ich glaube, ich nehme nochmal Blut um Blut. Das reicht dann aber auch. Und jetzt nehmen wir uns nochmal die Elite-Gegner hier vor. Ich würde sogar mal vorschlagen, wir werden jetzt einfach mal einen Regenerationstrank nehmen. So für alle Fälle. Blutbad, ja, greifen wir dich mal an. Können wir dich gleich vielleicht schon rausnehmen. Aber wir bekommen bestimmt gleich wieder ganz viele Karten zum Blocken. Weil wir gerade auch so viele Angriffskarten auf der Hand hatten. Ja, ne? Das ist jetzt, ja, ich spiele jetzt Blut um Blut einfach, um ihn ausschalten zu können. Müssen wir halt mit den 8 Schadenspunkten leben an der Stelle. Leider ist Schmettern hier ganz schön nutzlos. Was ein bisschen schade ist. Ich möchte jetzt aber auch nicht hier durchkämpfen spielen. Auch oder nicht, oder doch. Verteidigen, dann würden wir 3. Ja komm, wir haben ja noch hier den Trank laufen. Dann machen wir das doch mal. 12. Ja, okay, ich spiele mal Schmettern, auch wenn der Effekt nicht funktioniert, wegen dem Artefakt. Aber vielleicht können wir gleich nochmal Schmettern ansetzen.
Loot kommt doch schon mal ganz nett an der Stelle. Ich würde mal vorschlagen, obwohl brauchen wir nicht. Nimm's gelassen, reicht. Toll, das hat sich jetzt ja gelohnt. Verdammt! Ja, das sieht auch super aus. Das ist halt das Problem. Je länger dieser Kampf dauert, desto mehr kriegen wir von diesen Statuseffektkarten. Statuskarten. Statuseffektkarten. Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja. Zug beenden. Gut, Blutbad, ja, nein, Schmettern. Ja, ich will halt den Schutz weg haben. In der Hoffnung, ich kann gleich nochmal Schmettern spielen. Aber ich glaube, bis dahin ist der Gegner schon tot. Blut um Blut. Voll, flammender Hieb nochmal. 28 Gold, Kriegsbemalung. Oh, das ist natürlich zweimal verteidigen, verbessert. Okay, wir haben jetzt schon eine starke Defensive, um es mal so zu sagen. Rot sehen, nehme ich doch gerne. Leider wieder kein AOE. Gut, nächster Kampf. Ihr merkt schon, wie ich hier vorgehe. Ich skippe da nach Möglichkeit die ganzen Events und versuche hier gegen normale Gegner zu kämpfen. Und je höher wir kommen von den Ebenen her, desto mehr steige ich dann auf Events um. Verteidigen, schmettern und dann nochmal Schlag. Gut. Leider können wir uns jetzt an der Stelle nicht so wirklich regenerieren. Das ist ein bisschen schade. Verteidigen. Das wären dann... Ja, auf jeden Fall Blut. Okay, das wäre Overkill, aber 50% mehr Schaden. Machen wir das lieber so. So und so, dann kann ich jetzt zwar Blut um Blut nicht spielen. Aber... Nee, haben wir noch nicht wiederbekommen. Schade. Einmal schlagen. Und ja, mit dem Rest können wir nichts anfangen. So, Blut um Blut und tot bist du. Karte hinzufügen, Toben. Ah, wäre auch noch super. Also jetzt bekommen wir ja wirklich die komplette Auswahl. Gut, wir haben so viel Defensive, Knaufschlag wäre halt was für Cardraw, aber vielleicht bekommen wir noch eine bessere Karte, was das angeht. Toben ist auf jeden Fall auch nach meiner Meinung Must-Have. Leider haben wir jetzt hier nur 49 Lebenspunkte. Wir könnten uns jetzt heilen oder ich schmiede mir nochmal was zurecht. Ich würde fast sagen... Ja, Rotzehen oder flammender Hieb. Energie ist bisher relativ knapp, würde ich mal behaupten. Ich gehe jetzt das Risiko ein mit den 49 Lebenspunkten, weil wir haben ja einen Regenerationstrank. Ich werte dann an der Stelle hier jetzt einfach mal Rotzehen auf. Und hoffe, das wird reichen. Gut, zweimal schlagen. Das Problem an der Stelle ist jetzt nur mit Blut um Blut. Er muss uns angreifen, damit die Karte weniger kostet. So, ich nehme dann schon mal einen Regenerationstrank, aber Toben kommt an der Stelle schon mal super. Spiel mal Toben. Rotsehen hebe ich mir für eine brenzlige Situation auf. Flammender Hieb da nochmal hinterher.
35. Oh, jetzt kriege ich natürlich keine vernünftige. Ja, komm, wir nehmen es gelassen. Ja, super. Blut, Wut, besser gesagt. Und einmal schmettern und dann nochmal Schlag hinterher. Und dann haben wir zumindest schon mal 18 Block. So, toben. Ja, bitte. Dann nochmal Blutbad. Und du teilst dich jetzt. Das Einzige, was mir momentan so ein bisschen Sorgen macht, ist halt die Tatsache, wir haben kein AOE. Das ist ganz schöner Käse. Deswegen sollten wir uns erstmal auf einen von diesen größeren Schleimbeuteln konzentrieren. Ja, das ist jetzt auch ganz toll. Das ist jetzt total toll. Da können wir leider nichts machen. Ja, komm, okay, dann spiele ich mal Blut um Blut. Und dann nochmal einen Schlag hinterher. Regeneration läuft aus. Ihr habt aber beide zum Glück oder Gott sei Dank nur 14 Lebenspunkte. So, verteidigen und nochmal verteidigen. Ja, bitte und dich einmal angreifen. Ich tendiere momentan auch mehr dazu, gerade so beim ersten Boss eher, also bei dem Lagerfeuer davor, nochmal irgendwie eine Karte aufzurüsten, auch wenn ich nur die Hälfte an Lebenspunkten habe. Einfach, weil das noch die beste Situation ist. Das ist jetzt nur wieder extrem blöd. Nicht zum Verteidigen. Machen wir das mal so. Toben, einmal dich rausnehmen und dann dich nochmal angreifen. Und dann solltest du dich auch aufteilen. Bekommen wir keinen Schaden. Mann, das sah jetzt mal wirklich so aus, als ob ich darüber nachgedacht hätte, was ich da gerade getan habe. Ach ja. So, verteidigen. Ja, 3 Block. Ja, toll. Ganz großes Klino, genau. Ganz großes Klino. Was ist jetzt hier die beste Vorgehensweise? Ich würde fast ja mal behaupten, wir hauen dich mal mit Schmettern, setzen dann Schlag hinterher und spielen dann einmal... Es wird nicht reichen, es wird nicht reichen. Verdammt, das war diesmal nicht so eine tolle Idee. Aber ja, nee, jetzt komm, greifen wir an. Egal, ob der uns jetzt 10 Schaden macht oder Peng an der Stelle. Ich hoffe, den Satz werde ich jetzt nicht bereuen. Wut, ja, gerne doch. Und einmal zuschlagen. Dann haben wir 5 und ja, nochmal verteidigen. Gut. Dann sollten wir dich jetzt auch schon erledigen können. Bam. 96 Gold, uralter Trank, ja, ist okay. Hämmern, Doppelschlag. Doppelschlag in Kombination mit zum Beispiel Blut um Blut später oder auch ja, Toben oder Flammender Hieb sogar, wenn wir die dann mal aufwerten sollten. Ja, komm, dann nehmen wir Doppelschlag. Und was haben wir jetzt hier? Astrolabium mal wieder. Nee. Ektoplasma, nee. Stein der Weisen ist... Ja, 2 Stärke haben die. Wir haben schon eine sehr starke Defensive. Von daher würde ich mal sagen, den können wir uns doch mal leisten hier. Oder erlauben, besser gesagt. Gut.
dann sind wir doch ganz gut vorbereitet. Und wir schauen uns mal im nächsten Video an, wo wir dann lang gehen. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.